Ja, im Holdi voll im Griff gehabt. Rot-Weiß Essen hatte am Ende bei den Profis deutlich die Nase vorn. Glückwunsch, Jungs, richtig geil gemacht. Aber jetzt der Kick des Tages. Poldi gegen die Hensler-Truppe, wo ich dabei war. Jetzt müssen wir hier mal einmal gucken, wie sieht's aus. Wie sehen die Nasszellen aus? Trainer muss das kontrollieren, siehst du. Hier hast du 3-4 Duschen, ne? Whirlpool-Fehlanzeige. Da musst du ja mal ganz klar sagen. So, da bin ich. So. Ne? Eine Pissbude haben wir hier. So, damit man das... Und hier, geil, pass auf. Jetzt haben die getränkemäßig, mach mal scharf da, Apfelschorle und Wasser. In jener hätte ich 3 Kisten Pilz stehen, passiert hier in der Kabine gar nichts. Hier ist der Hensler, ne, ganz vorne, klar. Neben dem Kugelblitzer Ailton, Achtung, jetzt das schlechteste Wortspiel des Jahrhunderts. Richard Goals, Alter. Mach das bloß richtig und halt die Dinger. Like King, ja genau. Das ist aber auch mehr Like als Kinjo, ne? Der ist überhaupt nicht fit. Oh, der Kugelblitz ist auch noch da, guck hier. Ja, super, bei dir. 2 Kugeln zusammen, jetzt geht es los hier. So, willkommen in der Wellness-Oase. Jan Like liegt hier, lässt sich noch durchkneten. Der Rest versucht sich da hinten, wenn versucht sich die Schuhe anzuziehen. Hier ist schon, hier wird probiert. Und, was sagst du? Mega. Oder? Also im Karton sind super. Im Karton sind super. Passen sie, also meine passen gerade, aber sind nicht schlimm. Was für eine Größe hast du? Ja, stand, was? 45, nee, 10, ein Drittel oder okay, so. Okay, da kann ich mithalten. Ja, so, da hinten ist der Coach, kennt ihr das auch schon fit, ne? Wir haben Richard Goals hinten. Der, so, da haben wir so ein paar Internas hier aus der Kabine. Ne? Was hier alles so los ist. Sind wir sehr gespannt. Was tippst du? Gewinnen wir das Ding oder was? Also, ich sag mal so. Mit 5 Toren Abstand. Ja, das würde ich aber auch meinen. In welche Richtung, sage ich nicht. So, können wir einmal beim Gegner nochmal in die Kabine gucken hier. Ja, einmal ein bisschen fremdscouten. Matze macht sich gerade, zieht sich an. Das sieht gut aus. Seht ihr das schon? Wir sind jetzt alle da. Jetzt hat der Hensler gesagt, er will Trainer machen. Ich habe mich jetzt schon mal umgezogen pro forma. Im absoluten Notfall, wenn gar nichts mehr geht. Dann schicken wir den Ailton raus. Vorher mache ich das. Nee, Spaß. Aber was soll ich? Vielleicht sind die Schuhe zu klein. Was sind das auch für Schuhe? Die alten Samba von 1972, die passen zu meiner Frisur. Ich vorne weg. Ne? Also als erster vorne in die Halle rein. Ich sag mal so, alle hinterher. Top motiviert. Mit der Nummer 56, Uwe, der Kreisliga-Trainer. So, wie wenn du morgens um 3 aus dem Club kommst hier. Was ist jetzt los? Licht an. So, ab geht das. Wir sind ja schon hier. Das ist ja schon eine halbe Tourenübung. Hast du ja? Meine Fresse! Komm! So. Helfe damit! Im Holdi voll im Griff gehabt. Klar haben wir das Ding am Ende gewonnen. Mit dem Elfer vom Hensler. Immer drin! Immer drin! Und so eine Maschine wie mich, die brauchst du halt auch nur 2 Minuten auf dem Feld, damit sie die entscheidenden Akzente setzt. Was? Ah.
genau, Lothar Matthäus hat dich davonziehen lassen und hat dann aber gesagt, ich hole die Braut zurück in den Stall. Ich habe dich gesehen, wie du hinter der Bande gestanden wurdest. Ich meine, du hattest ja als Trainer nicht viel zu sagen. Also ich fand, der stärkste Spieler warst du. Ich war auch drin im Spiel. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also ihr zwei dann, du und Ayuta. Ja, natürlich. Das ist, Meine Mannschaft hat sehr gut gespielt heute. Und natürlich, wir viel Tor schießen, da natürlich bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und du? Ja, ich war ja nicht so oft auf dem Feld. Ich war ja nur zweimal da. Du wolltest ja noch raus. Das war mein Gefühl.